Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu die Outer Worlds. So, wir sind hier, also wir waren jetzt gerade bei den Deserteuren, nur mal kurz auf der Durchreise. Und ja, wir werden wahrscheinlich denen helfen. Und da hinten ist auch schon das Geothermiekraftwerk. Oh oh, aufpassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollen nicht hier sein. Hier über Stock und Stein hüpfen. Au. Okay, hier sind wir. Roboterwachposten. Interessant. Roboter. Keine Marauder. Ich frage mich, ob die da durch können. Oder gibt es noch einen anderen Eingang oder so? Wir haben hier nicht wirklich Deckung, leider. Kill. Oh. Gib ihm, gib ihm. Ihr ruhiger Nahkampf. Geschafft. Man kann hier sicher irgendwie durch das Terminal, oder? Oder auch nicht, okay. Sicherheitszaun deaktivieren. Okay, ups. Noch einer. Er schießt dann einfach irgendwo hin. Kampf macht schon mal ganz schön Damage. So, hier müssen wir dann
als Kraftwerk. Dass hier noch mehr sind irgendwo. Gut, die haben sich hier durchgraben. Das Gebäude können wir nicht rein, oder wie? Zumindest wirkt das so. Nö, kein Zutritt hier. Hat sich das bewegt? Oh, wir sind hier schon wieder voll. Zeit zum Verkaufen. Beil. Schrott. Raumschiffmodell ist Schrott, okay. Okay. Unsere Rüstung ist immer noch gut. Wird nämlich da unten angezeigt. Komisch, ich weiß auch nicht, was das heißen soll. Wieder ein Verkaufsautomat. Sollten wir vor allem vorsichtig sein. Sollten wir auf die Distanz doch mal Nahkampf auch probieren. Natürlich ist hier was versteckt. Offensichtlich sind die Roboter hier durchgedreht. Hier sind wir dann richtig. Okay. Mind your head. Schlüsselkarte vom Sicherheitschef. Hm.
Oh. Ohrringe. So viele Energiezellen. Wow. Oh oh. Hier kann man hängen bleiben, wenn man nicht aufpasst. Roboter. Gut, dass sie nur uns sehen, aber nicht unsere Kollegen. Irgendwo aber noch jemanden. Das sind noch viele Gegner hier dann. Schauen wir uns erstmal weiter unten fertig um. Oh, was? Duschen. Mann, die haben hier ein Massaker angerichtet. Aha, da ist wohl was schiefgelaufen. Konzern hat ein bisschen Mist gebaut dabei. Oh, wir können hier noch gar nicht weiter, okay. Achso, das ist gar nicht der Raum, wo wir vorher waren, okay. Ja, ich bin's schon.
Wie hat er hier überlebt? Not real. You're not real. Alter, der geht's tief hinunter. Hey, Kumpel. You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot. Scram. Ich bin schon echt. Don't you talk down to me, Phantom. At least I know I'm real. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Clearly, I mistook you for one of the phantoms of my imagination, which terrorized me on occasion. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Hard to say. By my reckoning, Higgins has been here somewhere between 2 weeks and forever. My recollection's a touch fuzzy these days. Was du nicht sagst. Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. I specialized in automechanicals, drones, sentries, repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us with prodding irons. You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. Okay. The tail. Definitely start with the tail. If you're feeling adventurous, the ears are a particular delicacy. Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Okay, dann wissen wir jetzt zumindest, was hier passiert ist. Ah, das ist Band 3 für unseren Amateuringenieur. Nun, er weiß ja mittlerweile schon, wie man aus Kartoffeln einen Computer macht. So, da drüben ist noch eine Tür. Was ist das hier? Jo. Oh oh. Oh oh. Zurück. Zurück. Da wollen wir nicht hin. Ja, warte, du solltest besser mitkommen.
Wow, wo kam der daher? So, jetzt greifen sie sich nämlich selber an. Da geht's auch schon los. Gut, Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!